Ja, das ist ja dieses alte Ding, dass man das Kabarett und Kleinkunst zum Witze erzählen immer dann so floriert, wenn die Zeiten schlecht sind. Ne? Das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, es wird, glaube ich, immer funktionieren, weil das so ein natürliches Bedürfnis der Menschen ist, sich über zu etwas amüsieren, was ein anderer sagt. Wir haben, glaube ich, unsere eigenen Grenzen relativ weit weggeschoben, sodass wir oft gar nicht mehr merken, wenn wir drüber gehen oder das erst im Nachhinein merken. Unser Hauptproblem ist gar nicht so sehr, dass wir über Grenzen gehen. Unser Hauptproblem ist, dass wir zu viel reden. Und je mehr man redet, umso größer ist die Gefahr, dass man einen Schaß von sich gibt. Und das ist bei uns die Gefahr riesig, weil wir so viel reden müssen. Wenn wir über Hansi Hinterseher reden, dann kann man das nur aus der Distanz machen. Also weil ich kann und will nicht Teil seiner Realität sein. Also vieles von dem, über das wir reden, ist von mir selber als Person so weit entfernt. Mehr Distanz geht eh gar nicht. Okay. Aber wir reden ja sehr viel über uns selbst auch, vor allem machen sich uns über uns selber lustig. Und da ist die Distanz natürlich relativ gering. Wir nehmen die Themen nur deswegen, weil man über irgendwas reden muss, wieder die Woche, die nächste Woche. Das heißt, man redet über das, was gerade passiert ist, weil man nicht sich immer was Neues ausdenken kann. Darum schaut man irgendwie, was da passiert und ob einem irgendwas dazu einfällt. Beziehungsweise in unserem Fall den Autoren, was dazu einfällt, weil wir im Fernsehen überwiegend dann Dinge sagen, die Autoren geschrieben haben. Und die tun sich ja eh schwer, was sich auszudenken. Aber provozieren ist eigentlich, provoziert ja nichts. Also, alle 3 Jahre steht mal irgendwie so ein blöder Satz in der Zeitung, aber die anderen 1000 Sätze, die gesagt worden sind, die nicht provozieren, die stehen nie in der Zeitung. Also in Wahrheit legen wir es ja nie aufs Provozieren an. Das wäre mir auch zu blöd. Aber manchmal passiert es halt, dass sich Leute provoziert fühlen, ohne dass wir es so provokant meinen. Ach, ich würde den eh einladen. Also ich würde ihn schon, wir dürfen keine Politiker einladen. Also bei uns, das ist irgendwie so Common Sense im ORF. Ich würde ihn einladen, aber nicht gerne, also, weil unser Grundprinzip ist, dass wir mit den Leuten, die da sind, auch gerne danach noch was trinken würden. Bei Strache hält sich mein Wunsch da zu sehr in Grenzen, als dass ich ihn wahnsinnig gerne von Herzen einlüde. Noch dazu ist es so bei uns ja, dass die Leute immer sehr euphorisch begrüßt werden. Es wird immer gesagt, und hier kommt der Beste, der Tollste, der Schönste, und das möchte man in dem Fall irgendwie auch nicht wirklich sagen. Hier kommt der Rechteste. Der Schönste. Hier kommt der Schönste unter den Rechten. Ja, genau. Der schönste Rechte, den Europa je gesehen hat. In der Regel sind die ganz gut vorbereitet, die wissen ungefähr, was das ist, wo sie dort sind. Viele kennen die Sendung dann auch inzwischen doch auch. Und hin und wieder kommt es mal vor, dass deutsche Gäste halt das nicht kennen. Aber wir führen immer ein Vorgespräch, danach ist ihnen schon vieles klar. Ich würde mal sagen, dass sich zu 99% die Leute bei uns sehr wohlfühlen. Die ersten 10 Minuten sind vorbereitet und der Rest muss mehr oder weniger aus dem Hut gezaubert werden, weil du es ja nicht proben kannst mit den Gästen. Aber die ersten 10 Minuten sind in Wahrheit fix geschrieben, werden geprobt auch einmal vor der Sendung und dann ist es halt so ein Freestyle, von dem man hofft, dass er gelingt. Ja, also im Fernsehen immer bei mir, aber bei Bühne null, da bin ich nicht aufgeregt, weil da weiß ich ja genau, nach 400 Auftritten weiß man genau, wann was kommt und wo die Leute lachen und wo nicht. Es gibt keinen sichereren Raum als die Bühne für mich. Aber es gibt wenig unsicherere Räume als ein Fernsehstudio. Da empfinde ich das schon so. Weil das ist immer so eine neue Premiere, wenn man so will. Und da bin ich auch aufgeregt oft. Unterschiedlich. Also wenn sie recht haben, entschuldige ich mich. Wenn sie nicht recht haben, wundere ich mich. Akzeptiere es natürlich, weil es ist ja ihre Sache, ob sie beleidigt sind oder nicht und nicht meine. Also insofern haben sie dann auch recht aus ihrer Sicht. Das ist ja nicht unser vordergründiges Ziel, Leute zu beleidigen. Insofern, ich bin immer der Letzte, der irgendwie dann ein Problem damit hat, auch sich zu entschuldigen bei irgendjemandem. Also ich finde es nicht schlimm, sich zu entschuldigen.
ändert ist, glaube ich, nicht sehr unterschiedlich zu anderen Leuten. Also man ist ja seinem eigenen Leben gegenüber nicht zynisch. Das heißt also, ich würde mal sagen, wenn ich Zahnschmerzen habe, finde ich genau das Gleiche wie HC Strache wahrscheinlich. Also fühle ich mich auch geschissen. Wenn ich Liebeskummer habe, fühle ich mich genauso schlecht wie Wolfgang Schüssel, wenn er Liebeskummer hat. Also da unterscheiden sich die Leute, über die ich rede, nicht sehr von mir selber wahrscheinlich. Naja, zwangsläufig. Also das lässt sich ja leider gar nicht vermeiden, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt. Wir sind ja seit 25 Jahren mehr oder weniger jeden zweiten Tag sitzen wir auf so einem Sofa. Oft auch noch von Fernsehteams begleitet. Und wenn nicht, trinkt man Kaffee oder trinkt Bier vorher und wird zwangsläufig auch Privates besprechen. Es ist aber nicht so, dass wir, wenn wir einmal einen freien Tag haben, uns sofort wie die Gebissenen anrufen, um uns zusammen ins Café auszusetzen. Um auch noch die zwei Stunden, die wir nicht miteinander verbringen, miteinander zu verbringen. Also das ist nicht so. Boah, tausend Dinge. Also eigentlich über alles, was geht. Es gibt ja nicht. Streit ist die wichtigste Kommunikationsform zwischen zwei Menschen. Ohne Streit geht nichts weiter. Ja. Also aber wir haben auch eine schlechte Art zu streiten. Wir streiten viel, ja, aber nicht sehr sinnvoll. Aber auch die schlechte Art zu streiten ist gut, finde ich. Ja. Na, wir sind nur ausschließlich untergriffig dann immer. Immer nur, man versucht immer nur den anderen zu verletzen. Man argumentiert auch gar nicht mehr wirklich oder hört auch gar nicht zu, was die anderen sagen, was der andere sagt. Also, wenn ich das Gleiche verdienen würde in einem anderen Beruf, wo ich nicht berühmt wäre oder so, würde ich das vorziehen. Also ich finde das erkannt werden auf der Straße eher als Mühsal und als unangenehm. Aber das Geld nehme ich natürlich gern. Und es gibt wenig Berufe, wo man so viel Geld mit doch relativ wenig Arbeit verdienen kann. Weil das ist ja alles so reproduziert, diese Bühnenauftritte. Du schreibst einmal ein Bühnenprogramm und dann, wenn du Glück hast, kannst du es 400 Mal spielen. Da kann man sich ausrechnen, wie viel Geld das ist. Und das ist natürlich schon eine Gnade. Und bevor der Kehlkopfkrebs mich dahin rafft, werde ich das noch so weitermachen.